Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Webinar Rechtliche und technische Sicherheit in chinesischen Clouds, das wir China Brand heute uns freuen, mit RopoCloud, mit Pablo von RopoCloud halten zu dürfen. Wir haben einen straffen Zeitplan vor uns. Wir werden versuchen, in einer halben Stunde unsere Themen durchzubringen und haben dann noch ein paar Minuten Zeit für Ihre Fragen, die Sie gerne schon während des Vortrags in das Fragenfenster im Bedienpanel eingeben können. So, mein Name ist Mareike Seselberg. Ich bin Senior Consultant bei China Brand IP Consulting und bin bei uns unter anderem seit 3 Jahren auch für Cyber Security und Datenschutzprojekte in China zuständig. Ich werde jetzt heute über die rechtliche Sicherheit in chinesischen Clouds reden, so viel, wie man in 15 Minuten eben erzählen kann. Und möchte erstmal einsteigen mit einem Überblick, was es alles in China an Cloud-Anbietern gibt, beziehungsweise einfach der Info, es gibt sehr viele Cloud-Anbieter, nur ein paar davon sind international aufgestellt. Dazu wird Pablo auch später noch mehr erzählen. Und es gibt als Hauptplayer von den ausländischen Anbietern in China AWS und Azure, die jedoch zusammen mit einem chinesischen Cloud-Anbieter in China ihre Dienste anbieten müssen, da sie rechtlich momentan noch nicht selber ihre Dienstleistungen alleine ohne chinesischen Cloud-Anbieter in China erbringen dürfen. Hauptthemen natürlich bei der Auswahl von einem Cloud-Anbieter in China sind so Fragen wie, welche Dienste werden denn überhaupt benötigt? Was braucht man überhaupt? Welcher Anbieter passt dann eben? Wer bietet die Dienstleistungen, die Sie für China benötigen? Und erfüllt dieser Anbieter auch alle Sicherheitsstandards, die gefordert sind, die Sie vielleicht auch intern benötigen, um ihr Sicherheitsniveau in China aufrechterhalten zu können. Hierbei werden wir auch immer in den Gesprächen mit Kunden konfrontiert mit bestimmten Ängsten, die da aufkommen, wenn es ums Thema Cloud in China oder China generell geht und bestimmten Risiken, die existieren. Wir haben hier mal eine Liste aufgestellt, die ist natürlich nicht abschließend, mit Risiken, auf die wir auch immer wieder angesprochen werden. Ganz oben sehen Sie natürlich den Zugriff auf ausländische Daten durch den chinesischen Staat. Ein Thema, das natürlich relevant ist und das viele Leute beschäftigt, wo wir aber aus Erfahrung sagen müssen, aus Erfahrung, und das ist auch unsere generelle Einschätzung, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit eines gezielten Eingriffs auf konkrete Daten relativ gering ist, wobei natürlich auch zu beachten ist, Sie sehen es hier rechts, wenn es eintritt, ist die Schadenshöhe natürlich sehr hoch und man muss natürlich auch sagen, rechtlich gesehen hat der chinesische Staat viele Möglichkeiten, solche Zugriffe zu rechtfertigen. Wie oft das dann tatsächlich auch genutzt wird, ist ein anderes Thema, da es hier meistens um Rechtfertigungsgründe geht, wie die nationale Sicherheit und so weiter. Weitere Themen, weitere Risiken sind beispielsweise Logout. Da gab es ja vor ein paar Wochen die Nachrichten mit, wenn ich mich richtig erinnere, Venezuela, wo aus politisch motiviert und staatlich angeordnet dann eben bestimmte Daten nicht mehr auf bestimmten Clouds gespeichert werden durften, beziehungsweise Nutzer rausgeschmissen wurden. Das Thema des Login, dass man quasi eingesperrt wird in der Cloud, dass man technologisch abhängig von einer bestimmten Cloud ist. Und einige weitere Risiken, Löschung von illegalen Daten durch die chinesische Regierung, wobei es hier vor allem natürlich um Themen wie Pornografie und so weiter geht, was, denke ich, für unsere Zuhörer hier kein großes Thema sein wird. Zugriff auf Daten durch Organisationen oder Wettbewerber, Zugriff auf Daten durch Mitarbeiter des chinesischen Service Providers, vertragswidrige Nutzung der Daten durch den chinesischen Service Provider und darum wird es heute vor allem gehen, fehlende IT-Compliance, Compliance des Anbieters und auch des Nutzers. Denn die Cloud ist durchaus kein sicherer Hafen quasi, wo man sagt, man schiebt alle Verantwortlichkeit für Compliance-Themen an den Cloud-Anbieter ab.
Weitere Themen im Bereich Recht oder rechtliche Einschränkungen in China sind einerseits das Thema, dass man, um eine chinesische Cloud nutzen zu können, idealerweise einen Geschäftssitz, ein Unternehmen in China hat, da es notwendig ist, vor der Nutzung der chinesischen Cloud sich eindeutig zu verifizieren und das nur mit einer Geschäftslizenz und einem Kontakt in China notwendig ist. Natürlich gibt es Wege, das zu umgehen über Cloud Service Provider, Cloud Resellers, die einen dann bei sowas unterstützen können. Spätestens, wenn es dann aber darum geht, öffentliche IPs zu öffnen über die Cloud, Internet Content Provider, Internet Content anzubieten, haben wir dann das Thema ICP Filing, Internet Content Provider Filing beziehungsweise Lizenz, die notwendig ist, wenn Webseiten in China betrieben werden müssen. Und auch hier ist es wieder notwendig, einen Sitz in China zu haben, eine Kontaktperson in China zu haben, damit man diese Internet Content Provider Lizenz beziehungsweise das Filing durchführen kann und dann eben seine Webseite betreiben darf. Hier auch ein rechtlicher Punkt noch, bevor die Webseite online gehen darf, ist nicht nur eben diese Lizenz notwendig, sondern es ist auch notwendig, die Inhalte der Website durch die Polizei dort genehmigen zu lassen. Dadurch soll verhindert werden, dass Internet-Content hier angeboten wird, der eben nicht mit den chinesischen Gesetzen im Einklang steht. Dann ein weiteres Thema ist, dass Cloud-Anbieter in China quasi dazu gezwungen sind oder dass das rechtlich so ist, dass Cloud-Anbieter in China, dass ihre Clouds getrennt sind von Clouds außerhalb von China. Also hier gibt es keinen direkten Zugriff auf Daten von außerhalb von China, die in chinesischen Clouds liegen. Ein Beispiel hier ist, wenn man Azure Cloud in China benutzt und aber auch normal die Azure Cloud außerhalb von China benutzt, wird man hierfür zwei separate Nutzerkonten benötigen. Natürlich gibt es Wege, das zu umgehen, beispielsweise durch VPN Site-to-Site oder Express Route. Dann haben wir allerdings wieder Themen der Compliance zu Datentransfer, Datenlokalisierungsvorschriften in China, auf die ich im Folgenden auch noch eingehen werde. Hier unten beispielsweise sehen Sie bei Azure Cloud, wie dann so ein Konstrukt aufgebaut ist, um dieses Problem, dass die Clouds getrennt sind, zu umgehen. Hier ein kurzer Überblick, nur damit Sie ein Gefühl dafür kriegen, was für einen gesetzlichen Rahmen wir haben, wenn es um Cloud-Nutzung in China geht. Sie sehen, das ist eine ganze Menge an Gesetzen und Vorschriften. Viele davon sind noch nicht in Kraft getreten, werden dies aber teils tun. Ganz oben das Cyber Security Law, von dem Sie sicher alle schon gehört haben, das ist bereits in Kraft und beeinflusst auch die Nutzung von Clouds. Aber vor allem interessant ist auch das Data Security Law und das Personal Information Protection Law, die beide momentan noch nur als Entwurf vorliegen, aber sehr wahrscheinlich noch innerhalb von 2021 in Kraft treten werden und die dann umfangreiche Regelungen in den Themenbereichen Datenlokalisierung und Datentransfer mit sich bringen werden. Auch wichtig das Encryption Law, Kryptographiegesetz. Hier geht es um die Nutzung von Verschlüsselungstechnologien. Da werde ich auch später nochmal genauer drauf eingehen. Sie bekommen die Folien nach der Präsentation. Das heißt, diese ganze Liste an relevanten Gesetzen haben Sie dann nach dem Webinar auch vorliegen. Punkt 1, auf den ich gerne ein bisschen genauer eingehen möchte, ist Verschlüsselung, die Thematik Verschlüsselung in China. Viele haben sich ja Nachrichten gelesen, dass VPNs verboten sind und so weiter. Hier gibt es ja immer wieder Aufschreie in den westlichen Medien. Grundsätzlich wurde aber mit dem Kryptographiegesetz, das seit Januar 2020 in Kraft sind, einige Regelungen in Bezug auf Verschlüsselung tatsächlich gelockert. So haben wir jetzt die Situation, dass innerhalb von China im Bereich kommerzielle Verschlüsselungstechnologien, also derartige Verschlüsselungstechnologien, die nicht für Staatsgeheimnisse genutzt werden, dass hier ausländische Anbieter mit chinesischen Anbietern gleichgestellt werden. Natürlich gelten beim Import immer noch bestimmte Import-Licensing-Regelungen beziehungsweise beim Export-Export-Control-Regelungen. Aber innerhalb von China haben wir grundsätzlich eine Gleichstellung und es ist möglich, ausländische Verschlüsselungsprodukte, Verschlüsselungstechnologien in China einzusetzen.
Hier ein Punkt, auf den man achten sollte, ist dieser Catalog of Critical Network Equipment und Network Security Specific Products. Hierbei handelt es sich um eine Liste mit Produkten, die zertifiziert werden müssen, bevor sie eingesetzt werden. Das heißt, das ist eine Liste, auf die Sie auf jeden Fall mal einen Blick werfen sollten, bevor Sie Verschlüsselungstechnologien einsetzen. Denn wenn Sie ein Produkt einsetzen wollen, was auf dieser Liste steht, dann sind die Hürden dazu doch erheblich höher. Auch ein Thema, gerade viele US-amerikanische Unternehmen ziehen sich im Bereich Hardware, Software, ziehen sich ein bisschen aus China zurück oder bieten dort keine Wartung, keine Services mehr an. Das ist natürlich auch ein Thema, was man beachten sollte, bevor man sich für Produkte von ausländischen Anbietern zur Einsetzung in China entscheidet. Ein weiteres Thema ist das Multi-Level Protection Scheme. Ich denke, auch davon haben viele von Ihnen schon gehört. Hierbei handelt es sich auch um einen Teil des Cyber Security Law, ein System, das garantieren soll, dass bestimmte IT-Systeme, mit denen Daten verarbeitet werden, ein bestimmtes Sicherheitsniveau erreichen, abhängig davon, wie sicherheitsrelevant die Daten sind, die in diesem System verarbeitet werden. Hauptpunkt, um den es sich dreht dabei, sind natürlich die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, aber auch von anderen wichtigen Daten. Dieses MLPS in kurz muss jedes Unternehmen für seine IT-Systeme in China inzwischen durchführen. Und hier liegt es natürlich nahe, dass man sich denkt, okay, ich benutze Cloud-Services, diese Dienstleistungen werden eigentlich vom Cloud-Anbieter erbracht, die Software, die Anwendungen. Da muss ich doch sicher Multi-Level Protection Scheme nicht umsetzen. Das ist leider nicht der Fall. Gerade wenn die Cloud verwendet wird für IaaS oder PaaS, muss derjenige, der die Cloud so nutzt, selbstständig das Multi-Level Protection Scheme durchführen, muss selbstständig für die Anwendungen, die hierüber laufen, den Sicherheitslevel bestimmen lassen und diesen bei den relevanten Behörden hinterlegen, beziehungsweise auch die Sicherheitsmaßnahmen dann entsprechend des Levels dieses Systems, dieser Anwendung dann entsprechend anpassen. In Situationen, wo wir Software as a Service haben, ist es unterschiedlich, je nachdem, worum es sich hier handelt und wie dann konkret die Kontrolle quasi aussieht, wie konkret die Nutzung aussieht, kann es sein, dass auch bei Software as a Service derjenige, der das nutzt, selber verantwortlich ist, das Multi-Level Protection Scheme durchzuführen dafür. Das heißt, auch wenn Sie in China viel Anwendungen über Cloud laufen lassen, sollten Sie hier einmal prüfen, ob Sie nicht trotzdem die Verpflichtung haben, das Multi-Level Protection Scheme umzusetzen. Dann, wie vorhin schon angesprochen, das Thema Datenlokalisierung und Datentransfer. Momentan ist der Datentransfer noch relativ uneingeschränkt aus China raus, zumindest aus rechtlicher Perspektive. Natürlich haben wir immer Themen wie die Chinese Firewall und so weiter, aber aus rechtlicher Perspektive ist wenig verboten momentan, was Datentransfer angeht. Hier zeichnet sich aber ab, dass innerhalb von wahrscheinlich noch diesem Jahr, spätestens aber dem nächsten Jahr, Einschränkungen stattfinden werden. Das heißt, wenn Sie Daten aus einer chinesischen Cloud ins Ausland übertragen wollen, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie für bestimmte Datengruppen, nicht für alle Daten, ein Sicherheitsassessment machen müssen, bevor Sie diese übertragen, beziehungsweise eben auch, wie man es hier schon von der DSGVO kennt, Folgenrisikoabschätzungen zur Datenübertragung machen müssen. Oder unter Umständen sogar die Übertragung von bestimmten Daten, die von der chinesischen Regierung als besonders sicherheitsrelevant eingestuft werden, wenn Sie diese übertragen wollen, dass Sie hier sogar eine Genehmigung einholen müssen. Ich will hiermit überhaupt nicht Panik machen oder sagen, hier, Sie müssen sofort schon mal quasi vorauseilend sich an diese Gesetzesentwürfe halten. Wichtig ist aus meiner Perspektive,
dass sie jetzt schon gucken, dass sie einen sehr genauen Überblick darüber haben, was für Daten denn in der chinesischen Cloud liegen, was für Typen von Daten es sind. Also hier geht es vor allem darum zu separieren, okay, personenbezogene Daten, nicht personenbezogene Daten und dann Daten, die die chinesische Regierung als wichtige Daten bezeichnet momentan. Hierbei handelt es sich um Daten, die die nationale Sicherheit oder das Interesse der chinesischen Bevölkerung betrifft. Ein Beispiel, wenn Ihre Maschinen, die Sie in China verkaufen, bestimmte Daten sammeln, bestimmte Sensorendaten wieder an Sie schicken. Diese speichern Sie in China und diese Produkte, die Sie einsetzen, werden beispielsweise in einem Krankenhaus eingesetzt. Dann sind diese Daten möglicherweise, die Ihre Maschinen da in diesem Krankenhaus sammeln und an Sie senden, wichtige Daten im Sinne von der chinesischen Regierung und könnten Einschränkungen unterliegen. Das heißt, ich empfehle jetzt schon, sich genau zu überlegen, welche Daten hat man dort in China, welche Daten werden dort gesammelt, welche Daten müssen zwingend übertragen werden und vielleicht auch jetzt schon mal anzufangen, diese Datenströme wirklich zu dokumentieren, dass man selber auch schon mal einen Überblick hat, um was für Datenmengen handelt es sich und was für Datenarten liegen hier eigentlich vor. Damit man dann, wenn diese Gesetze, die jetzt schon im Entwurf vorliegen, in Kraft treten, vorbereitet ist und dann relativ einfach diesen Anforderungen nachkommen kann. Hier auch noch ein kurzer Hinweis. Es geht beim Thema Datentransfer nach außerhalb von China nicht nur darum, dass man diese Daten tatsächlich von einem Server in China auf einen Server in Europa verlegt, sondern es gilt auch als Datentransfer, wenn Sie jemanden außerhalb von China Zugriff auf Daten in der chinesischen Cloud geben. Es geht also nicht nur darum, diese Daten tatsächlich wegzutransferieren aus China, sondern allein schon der Zugriff wird dann sehr wahrscheinlich auch als grenzüberschreitender Datenverkehr gelten und dementsprechend reguliert sein. Das heißt, für Sie behalten Sie einen Blick darauf, wann diese beiden Gesetze, also das Gesetz zum Schutz von personenbezogenen Daten, aber auch das Datenschutzgesetz in Kraft treten. Und aber auch, wir haben in China immer zusätzliche Regulierungen noch, die nicht direkt ein Gesetz sind, sondern dann ja, eine Verordnung quasi sind. Hier haben wir eben auch einige Entwürfe, die Details regeln zum Datentransfer. Und die habe ich hier auch aufgelistet. Sie sollten im Auge behalten, wann die in Kraft treten. Damit komme ich auch schon zu meiner letzten Slide. Was sind die Punkte, wo wir sagen, hier sollten Sie ein Auge drauf haben, beziehungsweise aktiv werden? Einerseits bei der Auswahl des Cloud-Anbieters. Überprüfen Sie die Sicherheitsstandards, überprüfen Sie die Zertifikate, überprüfen Sie, ob dieser Cloud-Anbieter tatsächlich das Sicherheitsniveau bieten kann, das Sie haben wollen, oder ob Sie zumindest mit eigenen Maßnahmen noch dann auf das Sicherheitsniveau kommen können, auf das Sie kommen wollen. Und überprüfen Sie sehr detailliert die Vertragsdetails, bevor Sie da eine Entscheidung treffen. Dann das Thema Verschlüsselung. Verschlüsselung ist natürlich ein wichtiges Thema im Bereich Cloud. Achten Sie hier gleich von Anfang an darauf, dass Sie nicht gegen Vorgaben des Kryptographiegesetzes verstoßen und überlegen Sie sehr sorgfältig, was Sie hier einsetzen. Zum Thema Datentransfer, Datenlokalisierung. Einige Gesetze sind schon in Kraft in diesem Bereich. Einige Gesetze werden noch in Kraft treten. Behalten Sie ein Auge darauf und ja, holen Sie sich die Informationen, die Sie benötigen. Ich weiß, das ist ein sehr umfassendes Thema. Wir haben hier wirklich sehr viele Gesetze. Holen Sie sich im Zweifelsfall professionelle Hilfe, Unterstützung, ein Gutachten zu den Themen Datenschutz und Cybersecurity in China, damit Sie hier einfach die Sicherheit haben, dass Sie compliant sind. Fangen Sie jetzt schon an, wirklich Ihre Datenströme zu kontrollieren, zu kategorisieren, welche Daten Sie in China sammeln, vielleicht auch zu überlegen, welche Daten davon brauchen wir tatsächlich auf einer Cloud oder nicht. Und haben Sie jetzt eben schon im Hinterkopf, dass es sehr wahrscheinlich zu bestimmten Dokumentationspflichten kommen wird, was Datentransfer angeht. Und gucken Sie vielleicht jetzt schon mal, ob Sie dafür vorbereitet sind oder ob Sie hier vielleicht schon mal erste Schritte treffen könnten, um dann, wenn die Gesetze in Kraft treten, auch tatsächlich vorbereitet zu sein. Und dann natürlich, wie man ja schön am
Brand des Rechenzentrums vor einiger Zeit gesehen hatten. Auch Clouds sind nicht sicher, nicht unbedingt immer sicher. Natürlich braucht es Backup-Lösungen, Synchronisierungen und weitere Maßnahmen, um eine Cloud wirklich sicher zu machen. Und damit würde ich auch dann an Pablo übergeben, der nämlich jetzt noch ein bisschen mehr grundsätzlich zur technischen Sicherheit in chinesischen Clouds erzählen wird. Okay, so hallo zusammen, guten Morgen. Vielen Dank, Marike, für die Einladung erstmal auf das Webinar und zweitens für das tolle Gespräch. Ich fand es super interessant und super wichtig. Viele Themen, denen ich jeden Tag fast sehe, schaue, wie viele Schwierigkeiten es gibt. Auf der anderen Seite, ich werde mich über die technische Sicherheit in chinesischen Clouds sprechen. Aber ganz kurz erstmal, mein Name ist Pablo Puig, komme aus Spanien, lebe aber schon seit 7 Jahren in München. Und als kurze Erklärung wollte ich auch ganz klar sagen, dass ich sehr technisch unterwegs bin und sehr wenig Ahnung von alles, was gerade Marike gesagt hat. Ich beschäftige mich mit Cloud-Technologien schon seit langem. Und daher werde ich meine Erfahrungen und mein Wissen also von einem technischen Standpunkt aus. Also die Agenda ist ziemlich kurz und klein. Ich werde einfach erstmal über RepoCloud reden, kurze Einleitung. Danach ganz kurz über die chinesischen Clouds reden. Zu diesem Punkt werde ich über die Security reden, um am Ende einige Tipps bzw. einige Best Practices, die wir verwenden. Also, ja, RepoCloud. Wir sind eigentlich ein Cloud-Beratungsunternehmen. Unser Fokus liegt auf China. Wir sind zum Beispiel Partners von Alibaba Cloud, Tencent Cloud, AWS und Microsoft Azure in China. Wir arbeiten grundsätzlich fast täglich mit unseren Partnern und helfen, also unser Fokus liegt an helfen an deutsche und europäische Unternehmen mit den Cloud-Technologien in China. Und was wir bieten, ist eigentlich Cloud-Beratung, Cloud-Training, Cloud-Migrationen und Cloud-Implementierungen, alles aus einem technischen Punkt. So, eigentlich, Marika hat schon einiges erklärt und gezeigt über die Cloud-Anbieter. Ja, die meisten Unternehmen nutzen schon inzwischen Cloud-Services, nicht nur um einfache Webseiten zu erstellen, sondern auch um Apps oder ganz komplexe Systeme in der Cloud zu hosten. Und auch natürlich die ganze Kommunikation zwischen die unterschiedlichen Niederlassungen in China oder auch im Ausland zu erleichtern. Azure und AWS, wie Marike schon gesagt hat, sind die meistgenutzten Cloud-Anbieter weltweit. Aber in Asien oder noch konkreter in China sieht ganz anders aus. Es gibt natürlich Cloud-Anbieter, die aus China kommen, wie ja, Alibaba Cloud, Tencent, Huawei, China Telecom, Baidu. Es gibt mehrere, es gibt viele. Aber ja, man kann sagen zum Beispiel, also wir sehen in der nächsten Slide hier, wie sieht es aus eigentlich der chinesische Markt von einer Cloud-Seite. Wir sehen schon, das ist leider von 2019, war mir nicht möglich, einer von 2020 zu finden. Aber außerdem, wir sehen schon grundsätzlich, dass Alibaba Cloud mit 41% der meisten angenommenen chinesischen Cloud-Anbieter in China ist. Danach kommen natürlich Tencent mit 12,1%.
Also die beiden zusammen, Alibaba und Tencent, haben mehr als 15% des chinesischen Markts. Deswegen haben wir uns als RoboCloud und auch in dieses Webinar werde ich mich am meisten fokussieren bei diesen beiden Anbietern. Das heißt aber nicht, dass ja, Huawei oder Baidu oder AWS oder Azure nicht eine Rolle in China spielen. Aber ja, wie gesagt, wir reden jetzt über die Sicherheit in den chinesischen Clouds und mit Fokus auf Alibaba Cloud und Tencent Cloud, weil ja, die sind die größte sozusagen. Also wenn wir über Security in chinesischen Clouds reden, müssen wir erst an die Security Standards und Best Practices schauen. Und vor allem, welche Zertifizierungen und Auditing haben. Also diese Slide kann man natürlich in der Webseite von Alibaba Cloud finden, um mehr, ja, mehr Details da anzuschauen. Aber wie ihr schon seht, Alibaba Cloud ist konform mit den globalen Zertifizierungen wie SOC 1 oder ISO 27001. Aus dem globalen Bereich sozusagen. Die sind auch konform mit den regionalen, mit den zum Beispiel von Deutschland, den C5 und den Trusted Cloud, wie von anderen Ländern natürlich. Die haben auch, die sind auch konform mit Industriestandards, wie er schon sieht. Und auch was mit der Privacy Protection geht, beziehungsweise mit dem Datenschutz. Da sieht man auch einige Zertifizierungen von Alibaba Cloud, zum Beispiel mit dem GDPR oder mit dem MLPR von China. Mit Tencent Cloud genau das Gleiche. Die sind zum Beispiel in Europa noch nicht so weit wie Alibaba Cloud. Aber die arbeiten jetzt gerade schon dran. Die sind zum Beispiel doch zertifiziert von der GDPR und sind da compliant auch mit den wichtigsten Standards von ISO und MPA von den USA. Also sieht man schon die Tendenz, dass die chinesischen Cloud-Providers auch sich Mühe geben und viel Geld und Zeit investieren. Compliant zu sein mit viele Audits und ja, definitiv sehr wichtiger Punkt. Und was um Sicherheit Services beziehungsweise Produkten hier sehen wir einige von Alibaba Cloud. Also ich wollte auch mal sagen, dass aus meiner Meinung und aus einer technischen Sicht, es gibt nicht so viele Unterschiede zwischen die amerikanische wie Cloud-Anbieter wie AWS oder Microsoft und den chinesischen Anbieter wie Alibaba Cloud und Tencent Cloud, weil also ich würde eher sagen, es gibt viele Gemeinsamkeiten. Wie gesagt, immer aus einem technischen Punkt. Also die chinesischen Cloud-Provider, Cloud-Anbieter haben ähnliche Produkte, wie man im Bild sieht, wie zum Beispiel Key Management Service für die Daten zu verschlüsseln oder den SSL-Zertifikat-Service, um die SSL-Zertifikate zu haben. Gibt es auch natürlich, die bieten auch natürlich einige Services für die Industrial Security, wie zum Beispiel die Content Moderation, ja, um kontrollieren, was für ein Content da gibt. Gibt es natürlich auch Game Shield und Pentest. Das sind Services, die sehr spezifisch ja, entwickelt wurden. Aber es gibt auch natürlich die Anti-DDoS oder den OAuth-Produkte, um mehr spezifische Network Security anzubieten. Hier steht natürlich auch nicht den Security Center für den Host oder Server und ja, Protection.
Ja, also Tencent Cloud bietet auch sehr ähnliche Produkte. Sieht man natürlich mit der Data Security, wie schon vorher mit Alibaba Cloud wir gesehen haben. Mit KMS, also es gibt, wie ihr schon seht, sehr ähnliche Produkte und die komplette technische Security Standards, die sind alle sehr ähnliche wie mit den zum Beispiel im Vergleich mit den AWS oder Azure Cloud-Anbieter. Aus unserer Erfahrung, aus unserer Erfahrung nach einem Jahr, dass wir mit unterschiedlichen Kunden gearbeitet haben, in China-Environments, um China-Lösungen zu implementieren, die einige Tipps, die wir euch geben können. Erstmal würde ich mal sagen, der beste Tipp ist einfach, einen Experten zu engagieren, der schon Erfahrung und die Expertise hat, solche Lösungen in China schon anzubinden, um alle Sicherheits- und Compliance-Anforderungen klar zu haben und die richtige Sicherheitsstrategie entwickeln zu können, wie vorher zum Beispiel Mareike schon erklärt hat. Aus unserer Sicht, aus unserer Erfahrung und aus einem technischen Punkt, wir implementieren immer die Sicherheits Best Practices. Es gibt natürlich die Cloud-Anbieter, die chinesischen Cloud-Anbieter geben solche Best Practices an und Empfehlungen an, die man implementieren muss. Gibt es natürlich auch veröffentlichte Dokumente, wo man die alle finden kann. Es finden wir auch super wichtig, Sicherheitsaudits durchzuführen. Das heißt, dass eine Firma oder ein Expert durch die ganze Sicherheitstechnologien-Implementierung durchgeht und schaut, ob alle Punkte und alle Lösungen und Implementierungen erforderlich und Compliance und aus einem sicheren Punkt richtig implementiert sind und dass keine Lücke oder keine mögliche Fehler gibt. Ein Thema, die bereits Mareike schon erwähnt hat, Verschlüsselung der Daten, super wichtig in der Cloud, die Daten zu verschlüsseln. Nicht nur aus Sicherheit Gründe, sondern auch aus. Es gibt mehrere Gründe, die dafür sprechen. Muss man natürlich auch schauen, dass die Implementierung richtig durchgeführt ist, weil sonst kann es zu großen Latenzen gehen, wenn die Sicherheit, wenn die Verschlüsselung nicht richtig implementiert ist. Noch ein wichtiger Punkt ist die Verwendung von Firewalls. Kann man externe oder also Third-Party-Tools verwenden, wie, keine Ahnung, Palo Alto oder solche andere. Oder kann man auch natürlich die Cloud-Native-Firewalls verwenden. Aber auf jeden Fall muss man die In-and-Out und die East-and-West-Kommunikation bzw. Traffic durch einen Firewall überprüfen und Rules erstellen, um das alles zu regeln und sozusagen so zu kontrollieren. Und der letzte Punkt, der mir sehr wichtig ist, ist das Zugriff. Wer hat Zugriff auf was und warum, um das alles automatisiert zu haben, um so wenig Sicherheitsprobleme oder Lücken zu haben, nicht einfach auf alle Zugriff geben oder beziehungsweise auf alles, sondern ein Identity and Management System zu haben, eine gute Strategie zu haben und natürlich am Ende eine gute
Sicherheitsauditierung zu haben, weil das wird natürlich in der Zukunft viele Probleme beheben. Und ja, ich meine, das sind die wichtigen Punkte, die wir als Tipp geben wollten und finden wir auch, die sind super wichtig. Ja, und das war's eigentlich. Ich meine, ich kann Stunden und Stunden darüber reden, wollte es einfach nur eine kurze Einführung geben, um zu wissen, was bieten die Cloud-Anbieter in China, was sind die Unterschiede zwischen den chinesischen Cloud-Anbietern und den amerikanischen aus einem technischen Standpunkt. Und was sind so die, ja, die Sicherheits-Best Practices, die wir verwenden, um sicher in der Cloud zu sein? Vielen Dank dafür. Super, danke Pablo, das war sehr spannend, auch für mich, da ich ja von der juristischen Seite komme und dementsprechend die Technik natürlich für mich auch interessant ist. Dann möchte ich mich nochmal herzlich auch bei dir bedanken, Pablo, für den super spannenden Vortrag und vielen Dank auch Ihnen, den Zuhörern, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sollten im Nachgang noch weitere Fragen aufkommen, haben Sie hier auch nochmal unsere Kontaktdaten und können sich gerne auch per Mail oder anderweitig direkt an uns wenden und diese Fragen an uns stellen. Damit möchte ich Ihnen noch einen schönen Donnerstag wünschen. Und bis hoffentlich zum nächsten Webinar. Wir werden im Ende Mai noch ein weiteres Webinar in der Reihe halten, das wir auch wieder über die Wege ankündigen werden, wo wir uns natürlich auch freuen, Sie nochmal dann begrüßen zu können. Damit einen schönen Tag und auf Wiederhören. Vielen Dank und einen schönen Tag. Ciao, ciao.